Eine Gesellschaft voller Zivilisationskrankheiten und du steigst wie Phönix aus der Asche, weil du erkannt hast, was Naturvölker schon seit Jahrtausenden wissen. Guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Seit ca. 100 Jahren gibt es ein neues Ideal. Die Sauberkeit oder sogar die Sterilität. Das energetische Gleichgewicht, die goldene Mitte, wie die Buddhisten sagen, wird einfach plattgewalzt und durch extremistische Ansätze ersetzt. Willkommen in der Realität. Analog in der Ernährung. Sich weitestgehend pflanzlich und unverarbeitet zu ernähren, das ist die goldene Mitte. 100% Rohkost ist schon gerade, wenn es ein Dogma ist, was Leid verursacht, grenzwertig. Aber spätestens bei der Lichtnahrung ist die Grenze überschritten. Hygiene ist genau wie eine bewusste Ernährung etwas Gutes. Hygiene ist gut, aber sie darf nicht extremisiert werden. Extremisiert. Dreck in der Wohnung ist essentiell für unsere Gesundheit. Das bestätigen auch immer mehr Wissenschaftler. Ich habe unten mal ein Buch verlinkt. Unsere Angst vor Bakterien, Viren oder Pilzen, diese Angst ist 1000-mal gefährlicher als diese Viren und Bakterien selbst. Nur etwa 100 Mikrobenarten von Milliarden, die wir in unserem Körper haben, ist gefährlich. Auf einen Quadratzentimeter unseres Darminhaltes, da sind mehr Lebewesen, als es Menschen auf der gesamten Erde gibt. Ich zeige dir heute, wie du das Maximum für dich und deine Kinder an Gesundheit rausholst, indem du ein gesünderes Verhältnis zu Dreck aufbaust. Ich rede hier wirklich von Dreck. Hier, von Dreck, das Schmutz und Viren befallen mit Bakterien und so weiter. Und da meine ich nicht irgendwie mal seinen Apfel nicht zu waschen oder die Wohnung nur einmal im Monat zu wischen und so weiter. Kleinkinder erkranken heutzutage achtmal mehr häufiger an Asthma, an Übergewicht und an Allergien wie in den 70er Jahren. Eine wichtige Sache, die sich seit dem Zeitpunkt 70er Jahren bis heute verändert hat, ist die Geburt. Denn der natürliche Schutz, das Immunsystem inklusive der vielen nützlichen Pilze, Viren und Bakterien, die unsere Gesundheit erhalten, baut sich in den ersten 5 Jahren unseres Lebens auf und beginnt mit der Geburt. Aber schon direkt der Start in das Leben wird aufgrund der Bequemlichkeit vieler Frauen, so muss man das sagen, verkorkst. Nicht immer, aber sehr häufig. In den 70er Jahren kamen 5% der Kinder mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Heute ist es jedes dritte Kind, über 30%. Und damit wird dem Kind etwas sehr, sehr Wichtiges genommen. Der Dreck der Mutter, Dreck, ne? Ja, sorry an alle Frauen, ich muss es sagen, aber gerade der Vaginalbereich, der strotzt vor Bakterien und Pilzen. Und nicht nur das, und das ist positiv gemeint, und nicht nur das, das Kind gerät bei der Geburt auch in Kontakt mit dem Kot der Mutter. Wunderbar. Das volle Programm. Und das ist eben immens wichtig. Auch, dass wir in einer immer weiter sterilisierten Welt den Kindern erlauben, sich Dinge in den Mund zu stecken, wäre essentiell. Es ist eine Farce, dass Mütter und Väter ihren Kindern dieses nicht erlauben. Eben dieses sich etwas in den Mund zu stecken. Die Natur hat das genau aus diesem Grunde eingerichtet, dass Kinder in dosierten und vor allem selber dosierten Mengen sich Sachen in den Mund stecken, das ist was Natürliches. Und damit in Kontakt mit Viren, Bakterien und Pilzen kommen. Vertraut den Kindern und vertraut vor allem der Natur, die das so eingerichtet hast. Wenn du deine Kinder vor Schmutz schützen willst, sorgst du dafür, dass sie kränker und dass sie schwächer werden. Es gibt eine ganze Industrie, und da haben wir wieder diesen ganzen Geldapparat, die dir alles Mögliche für deine Kinder verkaufen wollt. Angefangen von sauberen Schnullern und Desinfektionsgeräten und Töpfen und Pfannen und Spielzeug, was immer auf Sterilität ausgelegt ist. Ja, nicht irgendwas Schädliches dran. Ne? Was bei manchen künstlichen Sachen auch Sinn macht. Aber es ist einfach dieser Geist, der dahinter steht. Alles abkochen und dem Kind nur nichts Ungesundes geben. Das gesündeste Kind ist das, was im Dreck aufwächst. Aber da gehen wir sofort wieder in den Widerspruch. Ne? Mit dem Verweis auf die großen Epidemien unserer Zeit. Doch angefangen von der spanischen Grippe bis hin zur Pest gibt es genug
politische und auch philosophische Ansätze, um das damals ausgehend von dieser Zeit als natürliche Auslese zu begreifen, dass es wichtig gewesen ist, dass die Krankheiten gekommen sind. Wir haben heute immer den Anspruch, immer alles und jeden zu schützen. Obwohl wir einfach nur damit uns selber schützen. Unser Ego, unser Recht, unsere Moral, unsere Ethik. Da geht es gar nicht um die anderen. In der Natur setzen sich immer die anpassungsfähigsten Exemplare einer Rasse durch. Das ist vollkommen normal. Und das ist natürlich. Natürlich, mein Video zur Natürlichkeit unbedingt angucken. Das Universum ist Energie. Und wer sich nicht anpasst an diese Energie, der wird transformiert. Der Tod ist eine wunderbare Transformation, da aus Kohlenwasserstoffen beinahe alles wieder kreiert werden kann. Und wir können das beobachten mit unseren Sinnesorganen, mit unseren Augen. Kommen wir mal zu den aktuellen Untersuchungen. Landkinder haben aufgrund ihres messbar vielfältigeren Mikrobioms, das heißt, das sind alle Bakterien, Viren, das wird so bezeichnet im Körper, das ist das Mikrobiom, haben viel stärkere Resistenzen gegen viele Krankheiten. Wer mein Video zu Maria und die Parasiten noch nicht gesehen hat, da zieht sich das unbedingt rein, schlägt in dieselbe Kerbe wie das Video heute. Denn sogar Parasiten können unsere Gesundheit mehr nutzen als schaden. Ein großes Problem in der Wahrnehmung dieser Lebewesen ist, dass wir sie mit bloßem Auge gar nicht sehen können. Und ja, da ist völlig logisch, dass wir da Angst davor haben, weil was wir nicht sehen, das ist halt immer so auch abhängig davon, ja, was wir an Informationen bekommen, weil wir sehen es ja nicht. Aber anstatt es als Chance zu begreifen und in die Demut zu gehen und auf die Natur zu vertrauen, sie wird schon das Richtige machen, wollen wir diesen imaginären Feind bekämpfen. Und da stehen auch wieder finanzielle Interessen dahinter. Das ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Das Gewicht von Bakterien, Viren und Pilzen, das Gewicht, das übertrifft insgesamt mehr als das Gewicht aller Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten zusammen. Wahnsinn! Es entspricht dem kleinen Geist einer arroganten Spezies, diese unglaubliche Komplexität und natürliche Intelligenz der Natur mit Parasitenkur und Darmreinigung zuvorkommen zu wollen. Zumal wir als Erwachsene sowieso nur ganz schwer unser Mikrobiom noch dauerhaft verändern können. Das können die Kinder sehr gut. Wir Erwachsene können das sowieso nicht mehr so gut. Da gibt es laut der Wissenschaft nur 3 Möglichkeiten. Und das ist gerade für die Konsumopfer von Kuren, von Kursen und mikrobiotischen Supplements von entscheidender Bedeutung. Das Mikrobiom von Erwachsenen ändert sich nur erstens durch einen Umzug in einen anderen Erdteil. Okay, zweitens durch den massiven Einsatz von Antibiotika. Oder drittens durch eine Ernährungsumstellung hin zum Veganismus. Bei den Antibiotika selbstredend führt es zu einer Verschlechterung des Mikrobioms. Und beim Umzug in einen anderen Erdteil ist die Frage, wohin man zieht. Wenn man als Asiat in die Antarktis zieht, wird sich das nicht positiv auf das Mikrobiom auswirken. Andersrum sehr wohl. Aber die Umstellung der Ernährung auf eine rein pflanzliche Ernährung sorgt definitiv für eine positive Änderung des Mikrobioms. Wusstest du, dass die Vitamine B und das Vitamin K von uns gar nicht gebildet werden kann, sondern das Mikrobiom, also die Viren und die bösen Bakterien, die erledigen diesen Job. Gerade Vitamin B ist für das Gehirn von entscheidender Bedeutung. Und wenn man da nicht so viel zur Verfügung hat, dann kommt man dann auf aberwitzige Ideen. Es ist also sehr kurios anzunehmen, dass wenn wir uns von Viren und Bakterien befreien, dass wir dann gesünder sind. Ein tolles Buch in diesem Zusammenhang, wie gesagt, ich hatte das schon mal erwähnt, ist unten. Das nennt sich Dreck ist gesund von Dr. Claire Marietta. Also, ja, das habe ich dir unten verlinkt, da sind viele nette Ideen drin und so mal Denkanstöße. Generell sollte unsere Ernährung möglichst wie die unserer Vorfahren, wo auch unsere Genetik, unsere Biologie noch exakt dieselbe ist, vielseitig sein und eben naturbelassen. Idealerweise direkt aus der Erde. Natürlich, der einzelne Mensch, der bereits geschwächt ist, der alt ist und einfach nur noch lange überleben will, egal wie, der muss sich natürlich auch schützen. Das will ich gar nicht verschweigen. Aber wenn du spürst, dass du noch den Wunsch hast, Resistenzen aufzubauen und deinen Körper auf das nächste Level pushen willst, dann mach es wie ich. Ich habe mein Leben lang kein Obst und kein Gemüse abgewaschen. Ich habe im Dreck gespielt. Ich
habe mir alles Mögliche in den Mund gesteckt. Ich lege wenig Wert auf penible Sauberkeit und stecke mir nach wie vor alles in den Mund. Und was ist passiert? Ich hatte schon 2 Salmonellenvergiftungen, unzählige Lebensmittelvergiftungen. Und innerhalb von einem Tag oder maximal 2 Tagen ist das alles komplett weg. Ich habe eine Schüssel voller roher Kidneybohnen gegessen. Und ja, ich habe wieder jeglicher Wissenschaft überlebt. Denn schon 5 rohe Kidneybohnen führen zu massiven Vergiftungen. Wusste ich damals nicht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich esse Fliegenpilze und ich spüre nichts. Ich habe Haschkekse gegessen und spüre gar nichts, weil mein Körper sofort diesen Dreck rausputzt. Ich wachte sogar als Kind aus der Vollnarkose auf, weil mein Körper starke Resistenzen gegen bewusstseinsverändernde oder biologisch verändernde Zutaten hat oder irgendwelchen Scheiß, der in meinen Körper reinkommt. Ich habe einen Wahnsinnskörper. Ich kann essen, was ich will. Obst mit Nüssen oder Fleisch mit Marmelade oder was auch immer. Ich habe nie Verdauungsprobleme. Das existiert bei mir nicht. Ich brauche extrem wenig Nahrung, um mein Gewicht zu halten. Und deswegen war ich auch so fett, weil ich einen Bombenstoffwechsel habe und mein Körper selbst aus einem Backstein noch die notwendige Energie für meinen Körper ziehen kann. Und das alles, und da bin ich mir sicher, vor allem wegen meinem tollen Mikrobiom. Und da möchte ich einfach mal meinen Eltern an dieser Stelle danken, die mich im Dreck spielen haben lassen und alles in den Mund stecken, was ich wollte. Die gesagt haben, das passt schon. Ne? Die schon immer diesen natürlichen Impuls hatten, nicht zu reinlich zu sein. Wider der Gesellschaft und den schädlichen Tendenzen des letzten Jahrhunderts. Lasst uns mit der Natur verbinden, unsere Resistenzen aufbauen und die Bakterien und Pilze umarmen und mit ihnen in ein natürliches Gleichgewicht gehen. Voller Demut und Akzeptanz. Das fühlt sich durch und durch richtig an. Wie steht's mit dir?